Ob die CDU-Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag ist? Natürlich nicht. Die CDU hat ja jetzt selber mal analysiert, wie oft sie Opposition macht und wie oft sie der Ampel zustimmt. 108 Mal hat sie bis Juni 2023 der Ampel zugestimmt. Friedrich Merz sagt, ich bin selber überrascht, dass wir so oft dieser komischen, seltsamen Politik zustimmen. Also Leute, es gibt nur eine einzige Oppositionskraft, die Alternative für Deutschland, und die kämpft für euch.